Was wurde eigentlich aus Royston Drenthe? Im Alter von 20 Jahren wechselt er als frisch gebackener U21-Europameister mit den Niederlanden für 14 Millionen von Feyenoord zu Real Madrid. Der schnelle Außenstürmer will eine ähnlich große Karriere hinlegen wie sein legendärer Onkel. Wisst ihr, wer gemeint ist? Kleiner Tipp, er trug im Spiel immer eine Schutzbrille. Für Real macht Drenthe in 3 Saisons 46 La Liga-Spiele. Über die Rolle des Ergänzungsspielers kommt er aber nicht hinaus. Er kann sein volles Talent nicht ausschöpfen. Was ihm fehlt, ist der Fokus. Er führt einen pompösen Lebensstil und stürzt sich immer wieder ins Nachtleben. Real verleiht ihn 2010 an Hercules Alicante, ein Jahr später dann an Everton. Im Sommer 2012 der Tiefpunkt. Drenthe ist plötzlich für ein halbes Jahr vereinslos. Ab Februar 2013 bis heute folgt ein wildes Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel, in dem er für 12 unterschiedliche und vorrangig unterklassige Vereine aufläuft. Zwischendurch beendet er sogar für 1,5 Jahre seine Karriere. Zur neuen Saison wechselte Royston Drenthe zu den Kosaken Boys in die dritte niederländische Liga. Eine Weltkarriere wie sein Onkel Edgar Davids konnte Drenthe nicht hinlegen. Übrigens hat er auch noch einen Cousin, der ganz ordentlich kicken kann, Jorginho Wijnaldum.